Barrierefreie PDF-Formulare aus Microsoft Word erstellen. Ein Tutorial von Laura Eppler, Mitarbeiterin des Kompetenzzentrums für digitale Barrierefreiheit. Hallo, heute zeige ich euch, wie man barrierefreie PDF-Formulare mit Adobe Acrobat Pro DC erzeugt. Ich werde kurz auf den Inhalt dieses Tutorials eingehen. Zuerst werde ich ein wenig über die Barrierefreiheit im Quelldokument erzählen, also worauf hierbei geachtet werden muss. Allerdings werde ich in diesem Tutorial nicht erklären, wie man barrierefreie Dokumente in Word erstellt. Dieses Tutorial dient ausschließlich der Erstellung barrierefreier PDF-Formulare in Adobe Acrobat Pro DC. Ich werde zeigen, wie man ein Word-Dokument in ein PDF-Dokument konvertiert. Danach werde ich Schritt für Schritt erklären, wie man barrierefreie PDF-Formulare erzeugt. Hierfür werde ich genauer auf die Themen Dokumenttitel und Dokumentsprache eingehen, welche Werkzeuge hierfür für das Bearbeiten benötigt werden und was man unter einem Untact-Verfahren versteht. Ein großer Punkt wird auch sein, wie man Formularfelder hinzufügt und ausrichtet und worauf man dabei achten muss. Ich werde auf die Tab Reihenfolge und das Tagging eingehen und erklären, wie man Alternativtexte für Bilder und Links erzeugt. Ebenfalls werde ich auch etwas zu der Lesereihenfolge sagen. In diesem Tutorial wird es auch um Tabellen gehen, also genauer die Zuweisung von Kopfzellen und Datenzellen. Und zum Schluss werde ich zuerst noch zeigen, wie man eine Barrierefreiheitsprüfung in Adobe Acrobat durchführt und danach die endgültige Prüfung der Barrierefreiheit mit dem PDF Accessibility Checker, dem PAC 2021. Das war's zum Inhalt, also fangen wir an. Barrierefreiheit im Quelldokument. Die Barrierefreiheit sollte bereits im Quelldokument, zum Beispiel in Word oder LibreOffice, vorhanden sein. Dies beinhaltet, dass das Dokument einen Dokumenttitel besitzt und dass die Dokumentsprache sowie Sprachwechsel angegeben wird. Zudem sollen Überschriften über die Formatvorlagen zugewiesen werden. Listen und Tabellen sollen über das zur Verfügung stehende Werkzeug erstellt werden. Grafiken und Links müssen mit einem Alternativtext versehen werden und achten Sie auch darauf, dass die Farben genügend Kontrast aufweisen. Konvertierung in PDF. Bei der Konvertierung in PDF ist zu beachten, dass das Dokument ohne Formularfelder, zum Beispiel in Word, erstellt wird. Die Formularfelder werden erst später in Adobe Acrobat Pro DC hinzugefügt. Das Dokument sollte mit den richtigen Optionen als PDF gespeichert werden, am besten mit dem Adobe Acrobat Add-in for Word. Erstellt wird die PDF dabei über die Registerkarte Acrobat und dann PDF erstellen und nicht über das Druckmenü. Aktivieren Sie in den Optionen auch die Kontrollkästchen Dokumentinformation konvertieren, Zugriff und Umfließen durch Erstellen von Adobe PDF mit Text aktivieren, Lesezeichen erstellen und Word-Überschriften in Lesezeichen konvertieren. Nachdem Sie diese Schritte erledigt haben, kommen wir nun zum Erstellen eines barrierefreien Formulars in Adobe Acrobat Pro DC. Dokumenttitel in Titelleiste. Da die Titelleiste standardmäßig den Dateinamen zeigt, müssen Sie den Dokumenttitel in den Einstellungen angeben. Gehen Sie hierfür auf Datei, Eigenschaften, Ansicht beim Öffnen und gehen Sie hier unter der Gruppe Fensteroptionen auf Einblenden, Dokumenttitel. Der Dokumenttitel wird nun in der Titelleiste angezeigt. Dokumentsprache. Da die Dokumentsprache nach dem PDF-Export oft nicht gekennzeichnet ist, können Sie dies überprüfen. Hierfür gehen Sie wie zuvor auf Datei, Eigenschaften, allerdings diesmal auf Erweitert und Sie sehen nun hier unter der Gruppe Leseoptionen den Punkt Sprache. Geben Sie hier die Sprache des Dokuments an.
Werkzeuge und Navigationsleiste in Adobe Acrobat. Sie benötigen für das Bearbeiten einer PDF einige Werkzeuge. Diese können Sie unter Werkzeuge hinzufügen. Am besten geben Sie das gewünschte Werkzeug direkt in die Suchleiste ein. Für das Bearbeiten benötigen Sie das Werkzeug Barrierefreiheit, Formular vorbereiten und den Aktionsassistent. Indem Sie auf Hinzufügen klicken, wird Ihnen das Werkzeug rechts in der Werkzeugleiste angezeigt. Fügen Sie zudem noch Tags und Reihenfolge zu der Navigationsleiste hinzu. Dies können Sie tun unter Anzeige, Ein- und Ausblenden, Navigationsfenster und dann Reihenfolge und Tags auswählen. Untagged-Verfahren. Tags löschen. Wenn man zunächst die existierenden Tags bearbeitet und erst dann Formularfelder einfügt, wird unter Umständen ein Teil der Arbeit zerstört oder nach der Korrektur der Lesereihenfolge sind die Tags für die Formularfelder unauffindbar. Daher sollten zuerst alle Tags gelöscht werden, bevor die Formularfelder hinzugefügt werden. Die Tags können Sie löschen, indem Sie in die Navigationsleiste Tags navigieren und mit Rechtsklick auf den Tag Tags und dann auf Tag löschen. Formular vorbereiten. Bevor Sie die Formularfelder hinzufügen, müssen Sie zuerst das Formular vorbereiten. Gehen Sie in der Werkzeugleiste auf Formular vorbereiten und wählen Sie dann die Datei aus. Dieses Dokument benötigt Unterschriften, nicht ankreuzen, auch wenn Sie Unterschriften in diesem Dokument benötigen. Lassen Sie auch Automatische Erkennung von Formularfeldern ist aktiviert, aktiviert. Klicken Sie nun auf den Button Starten. Sie können nun Ihr Dokument abspeichern. Wenn Sie wie in diesem Dokument eine Tabelle in Ihrem Formular haben, so können Formularfelder automatisch durch den Rahmen der Tabelle erkannt werden. Dies kann einem die Arbeit häufig erleichtern. Formularfelder und Beschreibungen einfügen. Nun sind Sie an der Reihe, die Formularfelder einzufügen. Hierfür gibt es unterschiedliche verfügbare Formularfeldtypen. Zum einen gibt es das Textfeld, dann gibt es das Kontrollkästchen oder auch Checkbox, Optionsfelder, also sogenannte Radio Buttons, dann gibt es die Auswahlliste, Dropdown-Liste, dann gibt es die Schaltfläche, zum Beispiel Drucken oder Löschen, also ein Button. Dann gibt es Bildfeld, das Datumsfeld, die digitale Signatur und Barcodefeld. Um ein Formularfeld einzufügen, klicken Sie dann auf die Schaltfläche des gewünschten Formularfeldtyps. Hier jetzt zum Beispiel mal das Textfeld. Klicken Sie dann an die Stelle, wo das Formularfeld eingefügt werden soll und bei Bedarf können Sie direkt die Größe auch individuell anpassen. Diese können Sie aber auch später noch nachbearbeiten. Mit einem Rechtsklick auf das Formularfeld können Sie das Formularfeld auch wieder löschen. Sie können nun das Textfeld wieder einfügen. Damit jedes Formularfeld vom Screenreader vorgelesen werden kann, benötigt jedes Formularfeld eine Beschreibung. Machen Sie einen Rechtsklick auf das Formularfeld und wählen Sie den Dialog Eigenschaften oder machen Sie einfach einen Doppelklick auf das Formularfeld. Jedes Feld braucht einen Namen und eine Quick-Info. Der Name entspricht der sichtbaren Beschriftung und die Quick-Info ist oft identisch mit dem Namen. Eventuell besitzt dieser noch extra Informationen, zum Beispiel das Datumsformat. Aber dazu werden wir später noch kommen. Die Quick-Info ist später der Text, der dem Screenreader-Nutzer vorgelesen wird. Für dieses Textfeld geben Sie nun bei Name und Quick-Info die sichtbare Beschriftung ein. Dies wäre hier Name, Vorname.
kommen wir nun zum nächsten Formularfeld, das Geburtsdatum. Hierfür können Sie entweder wieder das Textfeld verwenden oder Sie benutzen hierfür das Datumsfeld, welches ich nun wähle. Mit einem Doppelklick gelangen Sie wieder in die Eigenschaften. Das Datumsfeld ist ein Textfeld, welches die Formatkategorie Datum hat. Gehen wir nochmal auf das andere Formularfeld, um das kurz zu zeigen. Auf Format gehen und hier kann man sehen, dass keine Formatkategorie ausgewählt ist. Es gibt aber noch weitere Formatkategorien wie etwa Zahlen, Prozent, Zeit, Spezial oder auch Benutzer definiert. Aber bleiben wir zuerst einmal beim Datum. Dafür gehen wir wieder zurück auf das Datumsfeld. Sie können nun aus vordefinierten Formaten auswählen, aber Sie können auch selbst ein Format definieren. Gehen Sie in der Auswahlliste auf Benutzer definiert und tragen Sie in das Eingabefeld das gewünschte Format ein. In Deutschland ist das häufigste Datumsformat tt.mm.jjjj. Also schreiben wir hier die englische Schreibweise dd. Also d für day, also Tag. Dann mm. Für month oder Monat. Und yyyy für year, also Jahr. Sie können hier nun sehen, wie das Format später aussieht. Nachdem dies erledigt ist, müssen wir noch die sichtbare Beschriftung eintragen. Gehen Sie hierfür auf Allgemein und fügen Sie bei Name und Quick-Info Geburtsdatum ein. Bei der Quick-Info können Sie nun noch Zusatzinformationen wie das Datumsformat angeben, also in Klammer tt.mm.jjjj. Wenn Sie nun wieder das Fenster schließen, können Sie die Vorschau aktivieren und das Formular testen. Probieren wir es mal aus. Hier sehen Sie, dass ich zum Beispiel eine Fehlermeldung bekomme, wenn ich das Datumsformat falsch ausfülle. Wenn ich selbst ein anderes Format eingebe, so wird dieses in mein vordefiniertes Format angepasst. Über den Pfeil erscheint auch ein Kalender, in dem ich das Geburtsdatum auswählen kann. Sie können auch die Formularfelder im Nachhinein wieder zurücksetzen, wenn Sie wieder auf den Bearbeitungsmodus wechseln und unter Mehr und dann Formular zurücksetzen wählen. Fügen Sie nun noch die nächsten Formularfelder ein und geben Sie jedem eine Beschriftung. Schreiben Sie Abkürzungen wie PLZ für Postleitzahl in der Quick-Info aus, also Postleitzahl. Geben Sie der Postleitzahl die Formatkategorie Zahlen und setzen Sie die Dezimalstellen unter den Optionen auf 0. Für Demonstrationszwecke verwende ich für das Land diesmal den Formularfeldtyp Dropdown-Liste, um diesen näher zu zeigen. In den Einstellungen unter Optionen können Sie die Auswahlelemente hinzufügen. Als Element gebe ich hier beispielsweise mal 4 Länder an. Zum Beispiel Deutschland, Belgien, China und Peru. Sie können die Elemente auch alphabetisch ordnen, indem Sie ein Häkchen bei Elemente sortieren setzen.
Das Element, welches in der Elementliste ausgewählt wurde, wird als Standardauswahl angezeigt. Für die Anrede verwenden wir Optionsfelder oder auch Radio-Buttons. Dabei haben alle Optionsfelder in der gleichen Gruppe denselben Gruppennamen. Zum Beispiel verwenden wir hier Anrede als Gruppennamen. Die Optionsfeldauswahl entspricht dabei der sichtbaren Beschriftung der Option. Also einmal haben wir hier die Optionsfeldauswahl Herr und einmal Frau. Unter Schaltfläche ist standardmäßig aktiviert, kann man zudem noch hinzufügen, ob ein Optionsfeld standardmäßig ausgewählt sein soll. Dies lasse ich aber in diesem Fall nicht aktiviert. Kommen wir nun zur Tabelle. Der Screenreader kündigt Tabellen an, allerdings werden Spaltenüberschriften nicht vorgelesen. Geben Sie also bei jedem Formularfeld die Spaltenüberschrift an und die entsprechende Zeile. Also bei der ersten Spalte geben Sie in der ersten Zeile Vorname Zeile 1 bei der Quick-Info an und in der zweiten Zeile Vorname Zeile 2. Das gleiche gilt auch für die Spalten Nachname und Telefon. Also bei der ersten Zeile wäre es Nachname Zeile 1 und Telefon Zeile 1. Und in der zweiten wäre es dann Nachname Zeile 2 und Telefon Zeile 2. Unter der Überschrift Datenschutz fügen Sie nun eine Checkbox ein. Geben Sie bei Name und Quick-Info den Text an, der rechts neben der Checkbox steht. Das wäre hier: Hiermit stimme ich der Speicherung meiner Daten nach der DSGVO zu. Schreiben Sie die Abkürzung DSGVO für Datenschutzgrundverordnung aus. Unter Position können Sie die Größe anpassen. Zum Beispiel will ich hier, dass meine Checkbox nur 5x5 mm groß ist. Schreiben Sie hierfür bei Breite 5 mm und bei Höhe ebenso 5 mm rein. Unter den Optionen können Sie den Kontrollkästchenstil verändern. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Häkchen, Kreis, Kreuz und so weiter. Wir benutzen hierfür mal das Häkchen. Sie können auch hier wie bei den Optionsfeldern wieder einstellen, ob das Kontrollkästchen standardmäßig aktiviert sein soll. Dies lasse ich aber in meinem Fall mal aus. Zuletzt noch die beiden letzten Formularfelder Datum und Unterschrift. Zuerst zum Datumsfeld. Fügen Sie hier, gleich wie beim Geburtsdatum, die Formatkategorie beim Datum hinzu und überprüfen Sie die Quick-Info. Für die Unterschrift verwenden wir diesmal den Formularfeldtyp Digitale Signatur. Löschen Sie dafür zuerst das Textfeld und fügen Sie Digitale Signatur hinzu. Platzieren Sie das Feld an die gewünschte Stelle. Auch bei diesem Formularfeldtyp müssen Name und Quick-Info hinzugefügt werden. Dies wäre in diesem Fall Unterschrift. Formularfelder anpassen und ausrichten.
Nachdem nun alle Formularfelder eingefügt wurden, können Sie diese nun anpassen und richtig ausrichten. Wie schon erwähnt, können Sie die Größe für jedes Formularfeld manuell anpassen. Um dies nicht bei jedem Formularfeld tun zu müssen, gibt es hier einige hilfreiche Optionen von Adobe Acrobat, um diesen Prozess zu verschnellern. In der Werkzeugleiste rechts gibt es hierfür einige Möglichkeiten. Passen wir nun mal das erste Formularfeld unseren Wünschen an. Zum Beispiel möchte ich, dass das Formularfeld Name-Vorname sich an einer anderen Stelle befindet und breiter ist. Also passe ich dies schon mal an. Wenn nun alle Elemente, die sich darunter befinden, die gleiche Höhe und Breite haben sollen, kann ich dies in der Werkzeugleiste rechts unter Größe anpassen tun. Dafür markiere ich alle Formularfelder, die das gleiche Format haben sollen. Das Element, welches ich als letztes markiere, ist das Element, an dem sich die anderen anpassen. Gehen wir also mal unter Größe anpassen auf Breite und Höhe abstimmen. Und Sie können sehen, dass nun alle Elemente dieselbe Breite und Höhe haben. Allerdings besitzen die Formularfelder nicht die gleiche Position. Wenn Sie wollen, dass sich mehrere Formularfelder auf einer Linie befinden, egal ob dabei vertikal oder horizontal, so gibt es hierfür unter Ausrichten verschiedenste Optionen. Wir wollen nun für das visuelle Erscheinungsbild, dass alle Formularfelder sich an derselben Position befinden, wie das Formularfeld Name-Vorname. Dafür markieren wir wieder alle Formularfelder und das Element, welches Sie wieder als letztes markieren, ist das Element, an dem sich die anderen anpassen. Gehen wir nun unter Ausrichten auf Linksbündig. Sie können sehen, dass sich nun alle Formularfelder vertikal auf einer Linie befinden. Nun besitzen alle Formularfelder immer noch einen unterschiedlichen Abstand zueinander. Wenn Sie wollen, dass der Abstand immer gleich verteilt ist, können Sie dies unter Verteilen tun. Allerdings müssen sich hierfür das erste und letzte Formularfeld bereits an der gewünschten Stelle befinden, da alle Formularfelder zwischen dem ersten und letzten Element verteilt werden. Markieren Sie also wieder alle Formularfelder und wählen Sie Vertikal verteilen. Nun haben alle Formularfelder den gleichen Abstand. Passen Sie nun noch alle anderen Formularfelder Ihren Wünschen an. Tab-Reihenfolge festlegen. Die Tab-Reihenfolge der Formularfelder finden Sie in der Werkzeugleiste rechts unter Felder. Wenn Sie ein neues Formularfeld hinzufügen, so wird dieses immer am Ende der Liste hinzugefügt. Das heißt, zuletzt hinzugefügte Felder stehen immer am Ende der Liste. Die Tab-Reihenfolge ist wichtig für alle Tastaturbenutzer. Daher sollten diese auch logisch und visuell nachvollziehbar sein. Wenn Sie die Vorschau aktivieren, können Sie die Reihenfolge testen, indem Sie mit der Tab-Taste durch die Formularfelder navigieren. Probieren wir dies nun mal in unserem Dokument aus, indem wir mit der Tab-Taste durch das Dokument navigieren. Sie können sehen, dass die Tab-Reihenfolge nicht der logischen Reihenfolge entspricht. Es springt zuerst auf das Formularfeld Vorname Zeile 1 in der Tabelle, anstelle auf das Optionsfeld Herr unter den persönlichen Daten, obwohl dieses visuell sich ganz oben befindet. Das liegt daran, dass die Formularfelder in der Tabelle vor den Optionsfeldern erstellt wurden. Um diesen Fehler zu beheben, gehen wir also zurück in den Bearbeitungsmodus. Das Formularfeld, welches in der Werkzeugleiste unter Felder ganz oben steht, ist das Formularfeld, welches als erstes mit der Tab-Taste markiert wird. Sie sehen, dass das Feld Vorname Zeile 1 hierbei ganz oben steht. Wir wollen nun die Tab-Reihenfolge der visuellen Reihenfolge anpassen, also zuerst die persönlichen Daten, dann die Familienmitglieder, dann Datenschutz und zuletzt Datum und Unterschrift. Sie korrigieren die Reihenfolge, indem Sie mit Drag and Drop das Formularfeld an die gewünschte Stelle schieben.
Verschieben wir nun mal Anrede ganz nach oben. Wenn wir nun wieder auf die Vorschau gehen, sehen Sie, dass das Optionsfeld Herr nun als erstes markiert wird, wenn wir mit der Tab-Taste durchnavigieren. Als nächstes verschieben wir nun das Formularfeld Name, Vorname nach oben. Führen Sie diesen Vorgang nun so lange durch, bis die Tab-Reihenfolge der logischen bzw. visuellen Reihenfolge entspricht. Überprüfen Sie nun zum Schluss die Tab-Reihenfolge in der Vorschauansicht. Tagging. Tags hinzufügen. Nachdem alle Formularfelder hinzugefügt wurden und die Tab-Reihenfolge stimmt, kommen wir nun zum Tagging. Ich empfehle Ihnen, eine Kopie des Dokuments zu speichern, denn wenn bei Ihnen später ein Problem beim Tagging auftreten sollte, so können Sie immer wieder an diesen Standpunkt zurückkehren. Einfach unter Datei und dann Speichern unter und dann den gewünschten Namen eingeben. In meinem Fall habe ich das bereits erledigt, deswegen werde ich diesen Vorgang abbrechen. Nun werden wir die Tags zum Dokument hinzufügen. Hierbei gibt es verschiedene Wege, wie man diese zu PDF hinzufügen kann. Wir benutzen hierfür das Auto-Tagging, also das automatische Hinzufügen von Tags. Gehen Sie hierfür auf die Werkzeugleiste Barrierefreiheit und dann auf Dokument automatisch taggen. Oder alternativ geht es auch über die Navigationsleiste Tags, dann Rechtsklick auf Keine Tags verfügbar und dann auf Tags zu Dokument hinzufügen. Beide Wege führen hierbei zum gleichen Ergebnis. Nun werden die Tags in der Tag-Leiste angezeigt. Wir werden nun Schritt für Schritt überprüfen, ob die Tags korrekt sind. Tags dienen dazu, um die Inhalte eines Dokuments zu strukturieren und diese Tags sind eine wesentliche Voraussetzung, damit assistive Technologien wie zum Beispiel Screenreader der Zugang zu den Inhalten der PDF möglich wird. Überschriften in einem Dokument müssen hierarchisch sein. Daher sollte unsere erste Überschrift hier keine Überschrift der Ebene 2 sein, sondern der Überschriftenebene 1. Dies können Sie verändern, indem Sie mit einem Rechtsklick auf Tags und dann Neuer Tag auswählen. Wählen Sie als Typ Überschriftenebene 1 und klicken Sie dann auf OK. Es würde nun an ein H1-Tag erstellt und Sie können nun das Element per Drag and Drop in den H1-Tag verschieben. Um diesen Prozess zu verschnellern, können Sie auch einfach einen Doppelklick auf den H2-Tag machen und dann H1 schreiben. Mit einem Rechtsklick auf den Tag können Sie den Tag dann auch wieder löschen. Gehen wir nun zum nächsten. Hierbei muss nichts verändert werden, da sich der Text bereits in einem Absatz, also dem P-Tag, befindet. Nun zum nächsten. Die Überschrift Persönliche Daten wurde hier als Text und nicht als Überschrift getaggt. Ändern wir dies, indem wir wie zuvor einen neuen Tag erstellen, allerdings diesmal vom Typ Überschriften Ebene 2. Da wie bereits erwähnt, die Überschriften immer hierarchisch sein sollen. Das bedeutet, auf H1 folgt H2, auf H2 folgt H3 und so weiter. Gehen wir nun zum nächsten Element. Es kann vorkommen, dass sich mehrere sichtbare Beschriftungen im gleichen P-Element befinden, wie es hier der Fall ist. Dann muss dies korrigiert werden. Fügen Sie zuerst ein P-Element eines pro Feld hinzu. Dies können Sie wieder tun mit einem Rechtsklick auf das P-Element, dann Neuer Tag und wählen Sie bei Typ Absatz. Oder schneller, Sie geben direkt P ein und es wird Ihnen ein P-Element erzeugt. Machen wir dies einmal für 9 Beschriftungen, also 9 P-Elemente erzeugen.
Danach fügen Sie die sichtbaren Beschriftungen über das Auswahlwerkzeug dem Element hinzu. Hierfür wählen Sie zuerst das Auswahlwerkzeug oben in der Leiste und markieren Sie dann das P-Element und wählen Sie mit dem blauen Pfeil die sichtbare Beschriftung aus. Nun können Sie mit einem Rechtsklick auf das P und dann Tag aus Auswahl erstellen die sichtbare Beschriftung hinzufügen. Wenn Sie eine bestimmte Beschriftung nicht finden, können Sie diese suchen. Benutzen Sie das Auswahlwerkzeug in der Leiste oben und markieren Sie die Beschriftung im Dokument. Klicken Sie anschließend im Navigationsbereich Tags auf den Button Optionen und wählen Sie dann Tag in Auswahl suchen. Sie können sehen, dass die Beschriftung Herr nun hervorgehoben wird. Allerdings ist anzumerken, dass das Suchen nicht für Formularfelder funktioniert. Wenn die Beschriftung wie hier nicht an der richtigen Stelle ist, können Sie diese in das neue erstellte P-Element mit Drag and Drop verschieben. Fügen Sie nun noch die restlichen Beschriftungen den P-Elementen hinzu. Nachdem wir alle Beschriftungen den P-Elementen hinzugefügt haben, fehlen jetzt noch die Formularfelder. Schauen wir in den anderen Tags, wo sich die Formularfelder befinden. Klappen Sie hierfür die anderen Elemente auf. Sie erkennen ein Formularfeld an seinem Form-Tag. Wenn Sie diese markieren, erscheint zudem eine Umrandung um das jeweilige Formularfeld. Sie sehen in dem P-Tag die verschiedensten Formularfelder. Wenn sich wie hier mehrere Formularfelder in einem P-Element befinden oder mehrere OBGR im Form-Element, muss dies korrigiert werden. Verschieben Sie mit Drag and Drop das Form-Element in das richtige P-Element oder wenn sich mehrere OBGR im Form-Element befinden, können Sie einfach ein weiteres Form-Element erstellen und das OBGR verschieben. Sie erstellen den Form-Tag mit einem Rechtsklick und dann neuer Tag und dann vom Typ Formular. Pro Formularfeld gibt es ein Form-Tag und darin verschachtelt ist der Name des Felds als OBGR. Die sichtbare Beschriftung des Formularfelds ist hierbei die Geschwisterknote zum Form-Tag. Beide Elemente befinden sich in der Elternknote, entweder dem P-Element oder in einem TD-Element bei Tabellen für Table Data. Darauf zu achten ist, dass sich nur ein Formularfeld pro P- oder TD-Tag befinden darf. Markieren wir nun die P-Elemente, um zu überprüfen, ob auch alles passt. Sie sehen, dass nun immer die sichtbare Beschriftung und das Formularfeld zusammen umrandet wird. Überprüfen wir nun noch den Rest des Dokuments. Auch hier wird die Überschrift Familienmitglieder nicht als solche erkannt. Dies können wir wieder ändern, indem wir einen neuen Tag vom Typ Überschriftenebene 2, also H2, erstellen. Überprüfen Sie auch die Tabelle, indem Sie einmal alles ausklappen. TR steht dabei für Table Row, also die Tabellenzeile. Die erste Zeile ist hier die Kopfzeile. Die Spaltenüberschriften befinden sich dabei in einem TH-Element für Table Header, also Tabellenüberschrift. TD steht für Table Data Cell, also die Tabellendatenzelle.
In jedem TD-Element befindet sich hier auch das Form-Element. Da hier alles passt, gehen wir also weiter. Wir sehen, dass auch hier Datenschutz nicht als Überschrift erkannt wird. Dies ändern wir kurz. Doppelklick auf das P-Element und dann H2 reinschreiben oder mit Rechtsklick und neuen Tag hinzufügen. Wenn wir das nächste P-Tag markieren, sehen wir, dass hier mehrere Elemente umrandet werden. Wir wollen zunächst, dass sich die Checkbox und die sichtbare Beschriftung zusammen in einem P-Element befinden. Hierfür erstellen wir wieder ein neues P-Element und dieses markieren wir und fügen nun, wie zuvor mit dem Auswahlwerkzeug, die Beschriftung hinzu, indem wir einen Rechtsklick auf das P-Element machen und dann Tag aus Auswahl erstellen. Zudem verschieben wir noch das Form-Element per Drag and Drop in das P-Element. Das gleiche machen wir auch wieder mit Datum und Unterschrift. Das Dokument ist nun vollständig getaggt. Wir können dies überprüfen, indem wir mit den Pfeiltasten durch die Elemente nochmals durchgehen. Die leeren P-Tags können Sie nun löschen. Machen Sie Rechtsklick auf das P-Element und wählen Sie Leere Tags löschen. Alternativtexte für Bilder und Links. Da die Alternativtexte für Bilder und Links häufig nicht übernommen werden, müssen diese nachträglich noch hinzugefügt werden. Den Alternativtext für Bilder können Sie hinzufügen, indem Sie in der Werkzeugleiste auf Barrierefreiheit gehen und dann auf Alternativtext festlegen. Fügen Sie in das Textfeld den Alternativtext ein, zum Beispiel in meinem Fall Logo der Hochschule der Medien. Sollte ein Bild rein dekorativ sein, so können Sie dies kennzeichnen, indem Sie die Checkbox Verzierung auswählen. Fügen wir nun noch den Alternativtext für unser Beispiel-Link hinzu. Den Alternativtext für einen Link können Sie hinzufügen, indem Sie einen Rechtsklick auf das Link-Element machen und dann auf Eigenschaften gehen. In den Objekteinstellungen gibt es in der Leiste Tag den Punkt Alternativtext. Zum Beispiel gebe ich hier www.beispiel.de als Alternativtext ein. Lesereihenfolge. Nachdem das Tagging beendet ist und alles soweit passt, sollte nur noch die Lesereihenfolge kontrolliert werden. Es kann nämlich passieren, dass die Lesereihenfolge nicht mit der Tag-Reihenfolge übereinstimmt. Gehen Sie links in der Werkzeugleiste auf Reihenfolge. Die Lesereihenfolge enthält die visuelle Darstellung der Reihenfolge, in der das Dokument von der Sprachausgabe von Adobe Acrobat und Adobe Acrobat Reader vorgelesen wird. Sie können nun die Reihenfolge kontrollieren, indem Sie auf der Tastatur mit der Pfeiltaste nach unten durchnavigieren. Die Nummerierung zeigt dabei die Reihenfolge. Beim Durchnavigieren fällt auf, dass die Optionsfelder und deren sichtbare Beschriftung Herr und Frau sich nicht an der richtigen Stelle befinden. Sie werden in der Lesereihenfolge erst nach der Überschrift Familienmitglieder mit der Nummerierung 17 vorgelesen. Dies entspricht nicht der logischen bzw. visuellen Reihenfolge und muss daher angepasst werden. Überprüfen wir aber zuerst noch die restlichen Elemente.
Da der Rest stimmig ist, passen wir nur noch die Lesereihenfolge an. Sollte sich ein Element nicht an der richtigen Stelle befinden, so kann dieses über Drag and Drop verschoben werden. Verschieben wir das Formelement, also das Optionselement Frau, über die sichtbare Beschriftung Frau. Das gleiche machen wir auch mit dem Optionsfeld Herr, indem wir dieses über die sichtbare Beschriftung Herr schieben. Sie können sehen, dass sich das Formelement Herr nun an sechster Stelle in der Reihenfolge befindet. Markieren wir noch die anderen Elemente und verschieben diese per Drag and Drop unter das sechste Element. Wenn Sie nun durch die Seite durchnavigieren, befinden sich alle Elemente in der logischen Lesereihenfolge. Allerdings kann es passieren, dass durch das Verschieben der Lesereihenfolge auch die Tagging-Reihenfolge nochmals angepasst werden muss. Daher überprüfen wir dies einmal. Sie können sehen, dass die Formtags sich nicht mehr in den jeweiligen P-Tags befinden. Daher müssen wir diese im Nachhinein nochmals korrigieren, indem wir die Formtags in den P-Tag hinein verschieben. Überprüfen Sie auch hier am besten wieder die Tag-Reihenfolge, indem Sie mit der Pfeiltaste nach unten drücken. Gleichen Sie dann auch die Tag-Reihenfolge wieder mit der Lesereihenfolge ab. Tabellen. Wenn sich, so wie hier, Tabellen in einem Dokument befinden, so müssen Sie die Kopfzelle den Unterzellen zuweisen, da es sonst zu einem Fehler in Pakt 3 kommt. Gehen Sie hierfür in der Werkzeugleiste Reihenfolge auf die Optionen und wählen Sie Leserichtung Fenster anzeigen. Markieren Sie nun die Tabelle, machen Sie einen Rechtsklick auf diese und wählen Sie den Tabelleneditor. Mit einem Rechtsklick auf die Tabelle und dann unter Optionen für Tabelleneditor öffnen sich die Optionen in einem neuen Fenster. Sie können hier zum Beispiel Farbanpassungen machen. Für eine bessere Unterscheidung der Felder wähle ich hier zum Beispiel für die Überschriftenzelle, also die Kopfzelle, ein Türkis und für die Datenzelle die Farbe Gelb. Außerdem möchte ich, dass der Zellentyp mir angezeigt wird. Um nun die Kopfzellen zuzuweisen, machen Sie einen Rechtsklick auf die Überschriftenzelle Vorname und wählen Sie Eigenschaften der Tabellenzellen. Als Typ wählen Sie Überschriftenzelle und bei Umfang wählen Sie Spalte, da Vorname eine Spaltenüberschrift ist. Lassen Sie Zeilenbereich und Spaltenbereich unverändert und geben Sie bei ID zum Beispiel Vorname an. Klicken Sie dann auf OK. Machen Sie denselben Vorgang auch für die Kopfzellen Nachname und Telefon. Geben Sie allerdings jeder Überschriftenzelle eine andere ID. Alle TD-Elemente sind dabei die Datenzellen. In den Eigenschaften der Tabellenzellen wählen Sie daher als Typ nicht die Überschriftenzelle, sondern Datenzelle. Weisen Sie dann jeder Datenzelle die jeweilige Überschriftenzelle zu. Dies können Sie tun unter dem Punkt zugeordnete Überschriftenzell-IDs. Klicken Sie dann auf das grüne Plus-Icon. Es öffnet sich ein neues Fenster und hier können Sie dann die Überschriftenzeile-ID auswählen. Nachdem Sie auf OK geklickt haben, wird die Überschriftenzell-ID der Datenzelle zugeordnet. Machen Sie diesen Vorgang nun für alle Datenzellen und fügen Sie die richtige Überschriftenzell-ID hinzu.
Prüfung der Barrierefreiheit. In der Werkzeugleiste Barrierefreiheit können Sie zum Schluss eine Barrierefreiheitsprüfung durchführen unter Prüfung der Barrierefreiheit. Belassen Sie dabei alles und gehen Sie auf Prüfung starten. Sollte ein Barrierefreiheitsfehler auftreten, so können Sie diesen in der linken Leiste sehen. Unter dem Punkt Dokument werden zwei Probleme angezeigt. Klappen wir dieses einmal auf. Die logische Lesereihenfolge sowie der Farbkontrast werden hierbei hervorgehoben. Das liegt daran, dass diese nicht automatisch geprüft werden können, sondern nur manuell. Die logische Lesereihenfolge haben wir zuvor angepasst, also können wir diese als bestanden sehen. Allerdings muss der Farbkontrast hierbei noch überprüft werden. Dies machen wir aber in diesem Fall nicht. PDF Accessibility Checker PAC 2021. Der PDF Accessibility Checker oder auch kurz PAC ist ein Werkzeug zum Prüfen der PDF-Barrierefreiheit. Diesen können Sie kostenlos für Windows auf der Webseite der PDF UA Foundation herunterladen. Ich habe diesen bereits heruntergeladen und geöffnet. Wenn Sie nun ein PDF-Dokument testen wollen, können Sie dies tun, indem Sie auf die Schaltfläche klicken und mit dem Dateimanager die PDF-Datei suchen. Oder einfacher, Sie können direkt das PDF-Dokument per Drag-and-Drop auf das Dokumentensymbol ziehen. Nachdem unser PDF-Dokument keine Fehler bei der Barrierefreiheitsprüfung zeigte, kann das Dokument mit PAC 2021 überprüft werden. Ziehen wir dieses also per Drag-and-Drop auf das Dokumentensymbol. Es werden uns dabei zwei Warnungen unter dem Prüfpunkt Strukturbaum angezeigt und ein Fehler unter dem Prüfpunkt Metadaten. Wenn Sie nun eine genaue Beschreibung wissen möchten, rufen Sie hierfür den Detailbericht auf. Klappen Sie in der Baumstruktur unter Strukturbaum die Warnungen auf, um die fehlerhafte Stelle im Vorschaufenster anzuzeigen. Es zeigt einmal den Fehler, Strukturelement Part als Basiselement verwendet, und wenn Sie weiter runtergehen, zeigt es den Fehler, Strukturelement Figure als Basiselement verwendet. Das liegt daran, dass nur bestimmte Elemente auf die oberste Ebene des Tagbaums dürfen. Um diesen Fehler zu beheben, gehen wir zurück in unser PDF-Dokument. Wählen Sie im Navigationsfenster die Schaltfläche Tags, um den Tagbaum anzuzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das erste Element im Tagbaum und wählen Sie dann Neuer Tag aus. Wählen Sie dann im sich öffnenden Dialogfenster als Typ Dokument aus und bestätigen Sie dann mit OK. Verschieben Sie alle Elemente, welche sich im Part-Tag befinden, und fügen Sie diese im Document-Tag ein. Um mehrere aufeinanderfolgende Tags im Tagbaum zu markieren, drücken Sie zunächst die Umschalttaste und halten Sie diese gedrückt. Klicken Sie dann auf das erste und anschließend auf das letzte zu verschiebende Element. Verschieben Sie die markierten Elemente per Drag and Drop in den Document-Tag. Bei umfangreichen Dokumenten kann das Verschieben von vielen Tags dabei mehrere Minuten dauern. Löschen Sie danach den Part-Tag mit einem Rechtsklick und dann Tag löschen. Verschieben Sie nun auch noch den Figure-Tag in den Document-Tag an oberster Stelle. Speichern Sie das Dokument unter neuen Namen ab, da Adobe Acrobat keine Rückgängigfunktion für die Tag-Bearbeitung anbietet. Überprüfen Sie dann nochmals im PDF Accessibility Checker, ob die Fehler noch angezeigt werden. Sie sehen nun, dass die Warnungen nicht mehr angezeigt werden. Beheben wir nun noch den anderen Fehler. Öffnen Sie hierfür wieder den Detailbericht. Klappen Sie nun in der Baumstruktur unter Metadaten und Einstellungen und dann Metadaten und dann PDF-UA-Kennzeichnung auf, um den Fehler anzuzeigen.
Im Vorschaufenster zeigt es den Fehler keine PDF-UA-Kennzeichnung. Um ein PDF-Dokument PDF-UA-konform zu gestalten, muss am Ende, wenn alle Fehler beseitigt wurden, noch ein Identifier hinzugefügt werden. Dieser Identifier ist eine Art Auszeichnung. Um also diesen Fehler zu beheben, öffnen wir wieder unsere PDF-Datei. Als nächstes geben Sie Brieflight in der Werkzeugsuche ein und öffnen das Werkzeug. Es öffnet sich dabei ein neues Fenster. Betätigen Sie die Schaltfläche mit dem Schraubenschlüsselsymbol Einzelne Korrekturen auswählen und betätigen Sie auch die Schaltfläche Alle Bibliotheken durchsuchen. Das ist das grüne Symbol rechts daneben. Geben Sie in der nachfolgenden Suchleiste PDF-UA ein. Markieren Sie PDF-UA-1 Eintrag setzen und klicken Sie rechts unten auf die Schaltfläche Korrigieren. Speichern Sie dann nochmals das Dokument unter einem anderen Namen und überprüfen Sie im Pack, ob der Fehler immer noch besteht. Sie sehen, dass nun keine Fehler mehr angezeigt werden. Das heißt, die Prüfung der Barrierefreiheit in unserem PDF-Dokument wurden in allen Prüfpunkten erfolgreich bestanden.